Wenn wir Räume haben, wir spielen das richtig guten Fußball mit unseren schnellen Leuten. Ja, ohne jetzt zu viel interner verraten zu wollen, aber es war schon mein Wunsch, nach Frankfurt zu wechseln. Training war heute dann kurz und knackig, hat mir gut gefallen, was ich gesehen habe. Und ja, wir fühlen uns gut vorbereitet jetzt für das Spiel gegen Bielefeld. Hallo und Gude mit im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed vor unserer Heimpartie gegen Arminia Bielefeld. Das letzte Aufeinandertreffen, das endete mit einem 1:1 in der ausverkauften Schüco Arena am dritten Spieltag. Bei Nieselregen und milden Temperaturen geht unsere Eintracht in der 22. Spielminute durch einen Treffer von Jens Petter Hauge in Führung. Vorbereitet wurde dieser Treffer von unserer Nummer 25, Erik Durm. Der Gegner hingegen, der traf in der 85. Minute, also kurz vor Abpfiff der Partie, noch zum 1:1. Und diesen Treffer erzielte der 20-jährige Patrick Wimmer dank der Vorlage von Patrick Klos. Ja, das war zu Beginn der Saison. Seitdem ist natürlich viel passiert, weshalb wir auch nochmal einen kleinen Blick auf unsere aktuelle Tabelle werfen. Unsere Eintracht steht nämlich im dicht gedrängten Mittelfeld zurzeit auf Rang 8 und Arminia Bielefeld hingegen steht zurzeit auf dem Relegationsplatz. Also alles recht eng im Mittelfeld und auch in der unteren Tabellenhälfte. Um euch bestens auf das Spiel gegen Arminia am Freitag vorzubereiten, haben wir mal ein paar Fakten rausgesucht. Torgefährlichkeit kommt vor allem von einem, und zwar vom 25-jährigen Japaner Masaya Okugawa. Er traf in jedem seiner letzten 4 Bundesliga-Einsätzen und er benötigte bislang nur 16 Schüsse für seine 7 Saisontore. Also auch da ist natürlich Vorsicht geboten. Ein zweiter sehr interessanter Fakt sind auch die Zweikämpfe pro Spiel. Arminia Bielefeld steht mit 115 Zweikämpfen auf dem ersten Platz, wohingegen unsere SGE auf Platz 2 mit 111 im Schnitt geführten Zweikämpfen steht. Interessant ist dabei aber auch die Zweikampfquote. Beide Mannschaften sind auf Platz 17 und 18, führen an sich viele Zweikämpfe, aber mit 47% verlieren sie prozentual dann doch einige der vielen Zweikämpfe. Ja, und letzter Fakt, die Arminen sind Remiskönig in unserer Bundesliga. Arminia Bielefeld hat die meisten Unentschieden der Liga bislang mit 9 an der Zahl und auch das Hinspiel gegen unsere Eintracht endete mit einem 1:1 Remis. Aber auch Eintracht Frankfurt hat ebenfalls schon 7 Unentschieden gespielt. Also mal schauen, wie es am Wochenende ausgeht, wie das Ganze ja in der Analyse aussieht und auch in der Taktik. Das bespreche ich jetzt mit unserem Experten Erwin Skeler. Erwin, du hast unsere Taktiktafel schon gut präpariert. Hier Arminia Bielefeld im klassischen 4-2-3-1 als Zehner Okugawa, den wir vorhin auch schon angesprochen haben, ne? Der offensiv sehr gut drauf ist, aber die Defensive von Arminia Bielefeld, die ist auch betrachtlich gut drauf. Wie können wir die denn knacken? Ja, das zeigt ja auch die Tabelle, dass die nur 18 Tore geschossen haben und 26 bekommen haben. Und in Offensive hast du sehr gut angesprochen, der Zehner von denen, der ist sehr, sehr schneller Mann, gut im Ballbesitz, er geht sehr gut in der Tiefe, aber ich erwarte Arminia Bielefeld nicht so hoch, wie jetzt auf der Tafel steht. Ich glaube schon, dass die Arminia Bielefeld flacher steht in der genauen Formation mit 2 Sechser, mit einem Zehner und mit einem Stürmer, den fast bis zur Mittellinie. Und wir müssen dann einfach sehr offensiv agieren. Wir müssen auch sehr viel Ballbesitz, die beide außen sehr hoch stehen, damit wir uns ganz genau, ja, aber was heißt viel laufen? Wir müssen ganz vorne hier attackieren, dass wir uns den kürzesten Weg zum Tor haben, dass wir uns sofort hier die Balleroberung und sehr, sehr wichtig ist natürlich Spielaufbau hier intern. Man sieht auch mit 3 Leuten, wenn die nur einen Stürmer reinläuft, da hat er gar keine Chance. Und die 2 Leute in der Mitte gegen die eine Zehner haben wir wieder auch hier Überzahl, was alles Spielaufbau von erster Linie betrifft. Aber sehr, sehr schwierig wird hier die massive Abwehr, was die da hinten stehen. Wie wollen wir die knacken? Und der Punkt ist, natürlich mit Boré hier vorne, der sehr, sehr viel unterwegs ist, der sehr, sehr ballsicher ist
und mit den zwei, unseren zwei, sagen wir mal, Zehner oder Achter der Spielstrategen, die 1-1 gegen 1 sehr, sehr gut lösen können, die die ganze Formation von Arminia Bielefeld Unordnung bringen, dass man, wenn Lindström eher ist und auftritt, dass er einen wegmachen kann und dann hier in der Situation 2 gegen 1 zu nutzen, nicht so viel über außen durch diese zwei, sondern mehr über unseren Außenverteidiger, und die zwei bleiben so als in der Halbräumen, wo die immer wieder hier reinstürzen müssen, dass wir uns dann Arminia Bielefeld knacken und dann sehr, sehr viel Spielstaffetten, Ball zirkulieren, aber schnelle Pässe, dass wir uns auch genauso, wenn ich erinnern kann, das Tor gegen Arminia Bielefeld, dort, was wir geschossen haben, das war richtig gut gespielt, richtig gut. Und mit Kamada, der 1 gegen 1 geht, der über außen, der Erik Dumm war damals, der spielt in der Rücken der Abwehr und Auge macht das Ding rein. Und so muss das auch jetzt am Wochenende passieren. Das bringt ja richtige Erinnerungen hoch. Lass uns doch am besten das Tor, das damals in der Hinrunde gefallen ist, mal gemeinsam anschauen. So, Erwin, die Szene haben wir hier gerade vorbereitet im Hinspiel gegen die Arminia auswärts in der Schüko Arena. Vielleicht kommentierst du gerade mal, was du siehst. Ja, wenn wir uns noch ganz kurz zurücknehmen, das sieht man schon auch in dem Bild jetzt hier, was wir uns auch vorhin angesprochen haben, in der Taktiktafel, dass ich erwarte Arminia Bielefeld genauso wie dieses Bild jetzt hier, dass einfach die komplette Mannschaft in der eigenen Hälfte ist, ja, dass wir uns auf eine massive Abwehrverhalten von der Arminia Bielefeld vorbereitet sein müssen. Aber wir machen das hier in dem Fall sehr, sehr gut. Wir spielen dann schnellen Passspiel mit einem Doppelpass hier, man sieht es schon, da gehen wir sofort in den Räumen, dann lassen wir sofort ihr Auge, lässt sehr gut klatschen, sofort zum Kamada. Kamada setzt sich auch, was wir vorhin angesprochen haben, wir brauchen diese Individualisten da vorne mit den so massiven Leuten, wenn man sieht, 1, 2, 3, 4 Arminia. Setzt sich durch vorne, ja. Kommt der entscheidende Moment, wenn der Erik Dohm hier sieht schon ganz genau, wie viel Raum hier ist, und dann startet er auf eine zweite Reihe, ist es sehr, sehr schwer zu verteidigen. Ja. Und dann Rückpass, Auge macht das Ding rein. Und auch wenn die Arminia in dem Fall sehr gut organisiert war, aber wir haben sehr gut gespielt, wir haben Doppelpass gespielt, nachgegangen und dann auch aus der zweiten Reihe Rückpass auf die Abwehr und dann super. Und das könnte eine sehr, sehr gute Variante sein. Gut, anders kann es jetzt aber auch laufen, wie zuletzt am Spieltag gegen Greuther Fürth, wo Arminia Bielefeld gespielt hat. Wie siehst du denn hier die Situation? Ja, wenn wir uns von Anfang an jetzt das ganze Bild sehen und was wir vorhin hatten, jetzt ist der Arminia, jetzt, weil die zu Hause spielen gegen Greuther Fürth, das sind die sehr offensiv. Da sind die nach vorne, die wollen gegen Greuther Fürth sofort zeigen, gegen den Letzten, wir wollen 3 Punkte. Und das ist ein ganz anderes Spiel. Und dann verlieren die den Ball und man sieht schon ganz genau, dass der Restverteidigung von Arminia Bielefeld und auch die Schnelligkeit von den Innenverteidiger nicht da ist. Und natürlich auch macht der Greuther Fürth, der Spieler, macht das richtig gut. Aber man sieht die Schwächen von der Schnelligkeit von der Abwehrspieler. Und deswegen steht auch 1-0 da. Und das ist auch eine Möglichkeit für uns, wenn wir Räume haben. Wir haben auch gezeigt in anderen Spielen, auch wegen Beispiel Leverkusen, wenn wir Räume haben, wir spielen das richtig guten Fußball mit unseren Stellenleuten. Und das könnte auch dann ein Teil sein, wenn wir uns die Räume dann Arminia uns anbietet. In Anfang glaube ich nicht, aber wenn wir uns in Führung gehen sollten, das ist auch so eine Variante, wo wir uns dann sofort nachlegen können. Dennoch, es kann aber immer noch auch anders ausgehen. Also Arminia kann auch offensiv, wenn man so will, auch da wieder die Situation gegen Greuther Fürth. Ja, das ist das andere Arminia. Das ist einfach der Arminia, der nicht so viel kombiniert. Das ist der Arminia, sie sofort den Ball nach vorne spielen. Nicht jetzt hier planlos, sondern versuchen immer wieder in den 16er rein. Okay, in diesem Fall jetzt gegen Greuther Fürth, das sind auch 5 Minuten vor Schluss, glaube ich. Das steht 2-1 für Greuther Fürth. Die müssen dann offensiver agieren und dann versuchen dann aber auch in anderen Spielen, was ich beobachtet habe, das ist immer das gleiche Spiel von denen, dass sie einen langen Ball und dann versuchen die sofort, jetzt in dem Fall mit Castro, aber man sieht hier in der zweiten Reihe, das darf uns nicht passieren, dass wir uns jetzt ja mal, jetzt Greuther Fürth steht mit 6 Leute da auf einer Reihe, aber wir haben da 2 Sechser, die sehr, sehr gut machen, dass einer von denen, das in den Rückraum hier sein muss, diese die zweite Bälle einfach blockieren zu müssen und einfach, dass die Arminia gar nicht zum Schuss kommen können, weil dann sind die auch gefährlich. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Können auch gefährlich sein, aber auch wir haben trotzdem unsere Chancen. Ich bin mal gespannt, wie es dann am Freitag hier bei uns daheim im Deutsche Bank Park aussieht. Erstmal danke dir, Erwin, für deine Expertise. Dankeschön. Ja, so viel zum taktischen und zum analytischen Teil vor der Heimpartie gegen Arminia Bielefeld. Was unser Cheftrainer Oliver Glasner aber von der Partie erwartet, das hat er in dieser Woche bei der Pressekonferenz verraten.
Ja, für uns sind ja nicht ganz neu, so ein bisschen ähnlich Samstag, Donnerstag wie vor Europa League spielen und ist jetzt halt Sonntag, Freitag. Wir haben das auch sehr, sehr ähnlich gehandhabt, weil wir dann immer auch in einer guten Verfassung waren, physischer Natur, und haben heute auch nochmal eine etwas längere Analyse vom Augsburg-Spiel mit den Jungs gemacht, ja, auch darauf hingewiesen, was wir weiter verbessern wollen, auch darauf hingewiesen, was wir auch in Augsburg wieder sehr, sehr gut gemacht haben, um da eben ja nicht locker zu lassen. Und ja, Training war heute dann kurz und knackig, hat mir gut gefallen, was ich gesehen habe, und ja, wir fühlen uns gut vorbereitet jetzt für das Spiel gegen Bielefeld. Das ist, ich glaube, die einzige Mannschaft, die mehr läuft wie wir in der Bundesliga, also sehr, sehr laufstark, eben sehr robuste Offensivspieler, haben Speed auf diesen Halbpositionen, Schöpf, ja, der schon viel Bundesliga-Erfahrung hat, gefährliche Mannschaft, die sehr, sehr schnell nach vorne spielt, klare Struktur in ihrem Spiel hat, ja, und trotzdem ist ganz klar die Herangehensweise, dass wir auf Sieg spielen, dass wir zu Hause gegen Bielefeld gewinnen wollen, klar. Ja, also so viel von unserem Cheftrainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor Arminia Bielefeld hier am Freitagabend im Deutsche Bank Park. Wir haben es in der letzten Sendung bereits thematisiert. Sarah Dorsun, die wechselt vom VfL Wolfsburg zu unseren Eintracht Frankfurt Frauen und hat jetzt nach bestandener Quarantäne das erste Mal am Mannschaftstraining teilgenommen. Wir haben sie begleitet und wir haben sie auch befragt, wie sie denn hier in Frankfurt angekommen ist. Sarah ist da. Kamera nur für Sie. Wie fühlst du dich und wie sehr freust du dich hier auf deine neuen Aufgaben? Ich fühle mich gut. Ich konnte es kaum erwarten, dass ich jetzt heute endlich mit den Mädels auf dem Platz stehen darf. Hat ein bisschen länger gebraucht als erwartet. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, wirklich, dass es jetzt gleich endlich losgeht. Hast du auch lange überlegen müssen, um hier den Schritt zu wagen nach Frankfurt und dich zu verändern im Winter? Ja, ohne jetzt zu viel interner verraten zu wollen, aber es war schon mein Wunsch, nach Frankfurt zu wechseln. Ich habe meinem Berater gesagt, dass ich mir das gut vorstellen könnte, hier in Frankfurt spielen zu können. Und dementsprechend wurden dann die Personen kontaktiert, die dafür verantwortlich sind. Und ja, es war schon mein Wunsch, dass ich gerne nach Frankfurt kommen möchte. Ich habe im Vorfeld schon gesagt, dass ich mir klare Zielsetzungen gesetzt habe, auch als ich den Schritt nach Frankfurt jetzt gewagt habe. Für mich ist auf jeden Fall das oberste Ziel, dass wir es in die Champions League schaffen, dass wir die Quali schaffen. Und das wäre schon für mich ja, absolut ja, das wichtigste Ziel gerade. Ja, und auch dir, liebe Sarah, in diesem Sinne herzlich willkommen bei Eintracht Frankfurt und viel Erfolg hier für die kommende Spielzeit. Bevor wir aber zum Ende der Sendung kommen, machen wir nochmal Werbung in eigener Sache. Denn am Freitag sind wir ab 19 Uhr mit unserer Pre-Match-Show hier live vor Ort im Deutsche Bank Park. Und zu Gast ist unter anderem Uli Stein. Der wird auch 90 Minuten mit Lars Weingärtner gemeinsam am Eintracht FM-Mikro sitzen und das Spiel kommentieren. Und dann im Anschluss an das Spiel werden wir nochmal in einer Post-Match-Show über das Spiel sprechen und dieses gegebenenfalls dann auch analysieren. Also schaltet ein auf unseren Eintracht-Kanälen, Mein Aquila, Facebook, Eintracht TV und auf YouTube. Da könnt ihr live dabei sein. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns natürlich auch auf das Aufeinandertreffen am Freitag. Das war's wieder mit Im Herzen von Europa, präsentiert von Indeed. Wir sehen uns nach der Länderspielpause wieder zurück hier. Und bis dahin bleibt auf jeden Fall alle gesund und bis bald. Das war's für heute. Hat Spaß gemacht. Mit Indeed. Stolzer Hauptsponsor der Eintracht. Tschüssi!